So, wir sollen ja eigentlich in die Garage. Aber von wo sind wir jetzt eigentlich generell gekommen? Von hier oben? Jo, okay. Bevor wir zur Garage gehen, will ich mich noch kurz weiter hier umsehen. Auch wenn wir wahrscheinlich... Ach ja, stimmt. Auch wenn wir wahrscheinlich, eh nicht losfahren können. Und hier noch verweilen müssen und danach eh die anderen Räume kennenlernen. Stimmt, hier war der Raum, den ich noch erkunden wollte. Okay. So konnten die natürlich auch in andere Bereiche vordringen, ohne dass es einem auffällt. Die Großküche. So, wir kommen von da, waren dann da. Was ist hier? Ob ich das jetzt unbedingt noch essen würde? Ich weiß es nicht. Hatte das jetzt damit zu tun? Das würde ich jetzt mal rausfinden. Was ist das dann für ein Signal? Wofür? Unheimlich. Wo geht's denn da schon wieder hin? Erstmal den anderen Bereich hier erkunden. Da wurde wahrscheinlich die Wäsche runtergeworfen. Hier hätte ich wahrscheinlich eine andere Tür genutzt, also keine, wo man durchgucken kann. Schwein. Vandalen, okay. Ach, mit Farbe. Aber in Rot. So alles in Rot. Ich weiß nicht, ob das schön ist. Ein Kreuz auf der Toilette, damit man
gut abseilen kann, oder was? Damit es nicht weh tut. Oh, hier ist der Zustand natürlich ganz schön. Da ist schon Risse in der Wand. Okay, was soll das hier für eine Ecke sein? Ach ja, ich weiß ja nicht mal, wo ich bin. Das ist nervig. Dass da kein Punkt oder so ist, weil was bringt mir die Karte, wenn ich nicht weiß, wo ich mich befinde? Es könnte der Fireplace Room sein. Ja, wird's wahrscheinlich. Und jetzt kommen wir in den Museumsbereich. Genau, okay. Dann haben wir eigentlich schon fast alles gesehen, oder? Hier war ja gleich noch dieser schmale Gang. Schick. Hier wahrscheinlich. Okay, ich dachte, hier ist vielleicht vom Sänger oder sowas die Umkleide. Ich glaube fast, ich nehme hier schon wieder einiges vorweg. Vielleicht sollten wir jetzt doch erstmal zur Garage. Auch wenn der Erkundungsdrang ziemlich groß momentan ist. Tequila, okay. Frage ich mich, wenn Vandalen hier waren und auf dem Klo rumgemalt haben, wie kamen die überhaupt über Tinnen, wenn alles abgeschlossen war? Das ist ja auch nichts weiter kaputt. Und jetzt kommen wir wieder in den Eingangsbereich, ne? Yeah. Okay, wie... Giese, verhalten die Tür zu, bitte. Bleibst du offen, bitte? Scheiß Tür. So. Cool. Ja, hier komme ich nicht mehr durch. Verdammt. Das ist mit Sicherheit der Pfad zur Kirche, könnte ich mir vorstellen. Das sieht irgendwie so komisch aus. Und hier, das könnte der kleine Bereich sein, wo wir die Treppe noch gesehen hatten.
genau. Gut. Haben wir das Hotel eigentlich schon ganz gut erkundet bisher? Das ist auch ein Arbeitsplatz, ey. Eigentlich ganz interessant, mal so zu sehen, was alles in einem Hotel so noch hintersteckt, ey. Ein Dufra. Welche Farbe? Oder soll das rot sein, weil es ein roter Eimer ist? Hier müssen wir mit Sicherheit noch tätig werden. Ich könnte mir gut vorstellen, wir können das Auto nicht nutzen. Strom fällt aus oder irgendwie sowas. Ach so, hier sind wir. Ich konnte das gerade nicht zuordnen. Okay. Ups. Tell me you changed your mind. You there? Uh-huh. Oh, yeah, right. It's a direct line. I can't find my car keys. My fucking car keys. I left them on the seat. You sure? Think so. Maybe someone... No. Listen. This office is about 12 miles from the hotel as the crow flies. It's 40 miles by road. There's nothing or no one in between, and that's not a good thing right now. God damn it, I knew it. Oh, maybe the keys are in your pocket. Wow, that didn't even cross my mind. Only trying to help. Yeah, that was kind of bitchy. No problem. The keys will turn up. The good news is that we have these new cell phones, that's what they call them. Radio doesn't reach out there. I bypassed the signal to create a direct line through a shortwave sequencer. It's like a two-way radio station that's always open. Oh, this place. I vowed to never come back. Listen, I might only be a voice, but remember I'm here for you. If you need me, just call. Seriously. Oh, fine. Mensch, wir sind ja echt nicht. Aber es macht mir Sorgen mit den Schlüsseln. Es macht mir richtig Sorgen. Was ist jetzt unser... Ah. Die Tür zur Garage? Meinst du das Tor oder was? I can't open the garage door. It's a conspiracy, dammit. The stuff freezes up with the cold. I have to get out of here. I'm not sure you get it. Look, I left this place 10 years ago. I had no idea I would have to come back here, let alone stay a night. Nicole, I know your story. Everyone in the valley knows it. Your father, Rachel. Okay. Ah, doch, mit dem Mausrad. Dieser Name. I haven't heard that name since I left. I didn't want to be out of line. Don't mention the past. Okay. So. Das ist ja gut. Hier komme ich immer noch nicht rein.
Hey, found anything useful? No. No keys, no garage door. I can't get out of here without freezing. Christ! It's probably only for a night. The conditions might get better tomorrow. They might? Look, I'll be on duty all day. Call me when you want. Even just to talk. Okay. Oh, thanks, Irving. Just doing my job. Nicole? Yeah. If I may. What? I'd like to give you some advice. If it comes with the job. You're safe up there. Just relax. It'll be fine. Okay. Later. I can't believe it. I'm stuck. Shit. Aber mal ehrlich. Oh. Aha, nach jedem Tag wird also gespeichert. Das macht schwer für ein LP. Achso, kann ich jetzt klicken? Nö. Ja, ich würde sagen, es ist noch nicht besser. Und. Hello? You still there? Is that a joke? Yeah. Well, you're improving. What's up? Oh, nothing. I mean, just wanted to say. You got everything you need to have a smooth night. But you should take a look at the main power system. You know, no one's been up there since... Leonard's death. 5 days might not seem like much, but the Timberline has an age. I don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, that's a good start. Like, at least I won't wet myself? No. I didn't mean... Don't blush, kid. I was just kidding. Oh, I just... I'll call if I need you. Er findet sie sympathisch, aber scheinbar noch nicht so... Ist noch nicht so andersrum. Okay, die Nacht ist also noch nicht vorbei. Wir sind jetzt um Strom kümmern. Ach, gut, dass hier immer alles steht. Wieso sind wir denn überhaupt wieder hier oben? Okay, schlafen gehen können wir jetzt also nicht. Strom ist da unten. Muss ich ja wieder runterlatschen. Musst du auf Toilette? Okay, unser Dad ist also vor 5 Tagen gestorben. Irving, it's me again, obviously. I could really use a shower. Sure, you'll just need to turn on the furnace for the hot water. Oh, my mom never wanted me to go down there, but I loved that place. Full of little spiders. A real country bumpkin. Oh, I was a pest. Now, I think I even forgot how to get there. I forgot almost everything about this hotel. Funny, right? People forget what hurts, I think. Never enough, Irving. Never enough. Yeah. Well... Furnaces are always in the basement. You won't have trouble finding it. Is there something else I should know, like, to survive? Well, don't expect a 5-star menu. Oh, really? You could survive for months with what's in the pantry. Let me guess. Canned beans, right? Bean soup, baked beans... Potatoes and beans, bean broth. Starving suddenly seems like an acceptable option. Hier sieht's ja mal richtig fertig aus, ey. Schimmel. Und hier schon abgesperrt. Versiegelt auch noch, ob das mit dem Tod zusammenhängt. Ich meine, das restliche Hotel war ja eigentlich so erstmal auf den ersten Blick. Okay, aber hier sieht's ja richtig schlimm aus. Da kriegst du keine Kohle mehr für. Hier geht's wieder zum Museum. Hä?
Okay, hier geht's definitiv wieder runter, aber ich will nochmal in die andere Richtung gucken. Hier geht's auch wieder runter. Gut, gucken wir uns das in der nächsten Folge genauer an. Spitze, bedanke mich. Bis denn, Herr.